Liebe Freunde, hier ist euer Freddy. Willkommen zurück zu Cyberia. Und jo, hier nach Call kommt's gerade zu diesem irren Fabrikdirektor ehemaligen, der hier jetzt so eine Art Museum gebaut hat für diese eine Helena. Ich habe ihren Nachnamen vergessen. Er möchte, dass sie wieder hierher kommt und ja, hier singt, weil ihm das irgendwie an den Tag erinnert, wo sie mal hier gesungen hat, wo das hier noch eine florierende Fabrik war. Also echt irre, der Typ. Der hat hier mit den Rohren so eine Orgel gebaut und die Hände von Oscar geklaut, damit sein Pianistenautomat dann spielt und sie hierher kommt, um zu singen. Aber das Museum in Anführungsstrichen sieht schon nice aus. Da hat er sich echt Mühe gegeben. Aber naja, ihr wisst schon, es ist irre. Was gibt es denn hier? Also wir können hier nur zu dieser Schublade, glaube ich. Und dann können wir uns das mal anschauen. Helena Romanski. Die kristallklare Stimme der blutjungen Helena Romanski ergreift das Publikum, Laien sowie Fachleute, das sich anlässlich dieses 9. Brüsseler Festivals der goldenen Stimmgabel zusammengefunden hat. Die russische Sopranistin ist eine absolute Neuentdeckung. Ausgesprochen begabt scheint Helena mit nicht mal 20 Jahren eine großartige Karriere vor sich zu haben. Die schönsten Lieder der Helena Romanski auf dieser goldenen Schallplatte gesammelt und weltweit bereits mehrere Millionen Mal verkauft. Aha. Kann ich hier irgendwie was aufnehmen? Nö, ne? Die Genossin Helena Romanski singt für das Volk. Die Reihe der Liederabende mit Klavierbegleitung setzt sich in den Fabriken unserer großen Republik fort. Hier ist sie hier gewesen anscheinend. Nach Kiew macht die gefeierte Sängerin Station in Komkolzgrad. Strahlend posiert Helena zusammen mit dem Chef der Fabrik, dem Genossen Borodin und einigen ihrer Anhänger. Ah, seitdem ist er, ja, ist schon krass, ne? Ein unglaublicher und unumstrittener Erfolg in ganz Europa. Unsere nationale Berühmtheit, die große Helena Romanski, feiert jeden Abend auf den bekanntesten Bühnen Europas große Triumphe. Nach Mailand, Paris und Wien gibt es in Berlin stehende Ovationen für die Sängerin nach einem außerordentlichen Konzert von mehr als 2 Stunden. Zu dieser Zeit ist Helena Romanski auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und die Konzerte dieser Jahre sind unbeschreiblich. Das bezeugt die unvergessliche Interpretation von Rigoletto im Duett mit ihrem berühmten Freund, dem russischen Tenor Frank Malkovich, Leute. Frank Malkovich ist das nicht der neue Liebhaber von unserer Mom? Diese hat, wie wir wissen, gerade beschlossen, seine Karriere in den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Wir sehen eine kranke und erschöpfte Helena Romanski, die am Vorabend von ihren Fans Abschied nahm. Diese waren zahlreich im Bolschoi-Theater erschienen, um sich von ihrer gefeierten Sängerin ein letztes Mal zu verneigen. Mit Tränen in den Augen bringt die Erneuerin der lyrischen Kunst, deren Name ohne Zweifel in der Nachwelt fortleben wird, nur ein leises, bewegendes Danke über die Lippen. Sie hat also aufgehört. So, so. Oh, der hat hier anscheinend hier viele Briefe zugeschickt. Call kommt gerade, 15. Juni 97. Meine liebe Helena, Sie müssen mir, gnädige Frau, diese vertraute Anrede vergeben. So oft und über so viele Jahre hinweg habe ich Ihnen nun geschrieben, dass ich heute nicht umhin kann, diesen brieflichen Austausch gleichsam als Beginn einer gewissen Vertrautheit zu erleben. Und wenn meine Briefe ihren rechtmäßigen Empfänger erreicht haben, wage ich zu hoffen, dass sie dieses Gefühl teilen. Zum 112. Mal schreibe ich Ihnen also an diese Adresse in der Hoffnung, dass Sie eines Tages dorthin zurückkehren werden und einen meiner Briefe vorfinden. Vielleicht diesen Brief. Es gibt so vieles, was ich Ihnen zeigen möchte. Meine Arbeiten schreiten voran.
Wie ich Ihnen bereits sagte, war das Schwierigste, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Aber nach und nach finde ich zur Lösung der verschiedenen Probleme und verfeinere unzählige Details. Die großen Orgeln sind heute so gut wie fertig und ich wünschte mir nichts mehr, als sie Ihnen vorzuführen. Als sie Ihnen vorführen zu können, Entschuldigung. Sie müssen mir glauben, gnädige Frau, meine Fabrik gleicht heute einer Auster, die auf Sie als ihre Perle wartet. Ein grandioses Ensemble würde Ihres Talents und Ihrer Schönheit. Helena, Sie, der ich mich so nahe fühle, Sie, die mein Handeln und Denken, ja meine gesamte Existenz bestimmen. Sie müssen wissen, dass die Zeit in mir die Gewissheit stärkt, dass ich Sie eines Tages hier in dieser Fabrik, die Ihnen allein gewidmet ist, empfangen darf. Voller Hoffnung warte ich auf den Tag, an dem Sie meine Einladung annehmen werden. Ihr treuergebener Sergei Borodin. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Geh nochmal zu ihm hoch. Wie gehen wir denn jetzt vor? Also der Typ ist irre. Überhaupt keine Frage. So. Hören Sie bitte, das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Ich habe das diese von Altschmott. Mhm. Und diese Dame ist damit wirklich. Ja, das Gespräch hat mir schon. Sie ich ver das diese sollen wir mal einfach unseren Bruder mal anrufen? Sie Wir rufen Sie mal an. Hallo Mama? Hey, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie kommst du denn dazu, mich mitten in der Nacht anzurufen? Entschuldige bitte, Mama. Ich hatte die Zeitverschiebung völlig vergessen. Habe ich dich geweckt? Natürlich hast du mich geweckt. Aus meinem ersten Tiefschlaf noch dazu. Du solltest wissen, dass dies der gesündeste ist. Bei dem Tag, den ich hinter mir habe. Entschuldige bitte, aber es ist sehr wichtig und dringend. Ich habe nicht viel Zeit. Hat das nicht bis morgen Zeit? Worum geht es denn? Es steht völlig außer Frage, dass ich Dan für dich anrufe. Mama, hör mir doch bitte einmal zu. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du im Moment mit einem gewissen Marowitsch liiert. Nicht doch. Malkowitsch, Kätchen. Frank Malkowitsch. Ja, gut. Er ist doch Opernsänger, nicht wahr? Ganz genau. Eine der größten Stimmen seiner Zeit, so sagt man, mein liebes Kätchen. Na wunderbar. Dann wird er wohl auch die berühmte Opernsängerin Helena Romanski kennen, seine Landsmännin. Du musst ihn unbedingt fragen, ob... Warte mal, Kätchen. Bleib dran. Ich brauche ihn nur zu wecken, dann kann er dir das selbst sagen. Ach, dann ist er... Ja, dann... Kate, bist du noch dran? Frank hat mir gesagt, dass er diese Romanski sehr gut gekannt hat. Eine große Sopranstimme. Super! Weiß er auch, was aus ihr geworden ist? Singt sie noch? Wo lebt sie? Sekunde, mein Mädchen. Und weißt du, was aus dieser charmanten Sängerin geworden ist? Frank sagt, sie hätte sich aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme zurückgezogen. In einen Kurort, so etwas wie Aralbad. Aber er ist sich nicht sicher. Das liegt 15 Jahre zurück und so aus dem Tiefschlaf. Oh, vielen Dank, Mama. Tausend Dank an Frank. Okay. Ihr verdient beide einen dicken Kuss. Bis später. Okay. Herr Direktor? Wie? Ach, Sie sind es, Fräulein Walker. Du hast auch zugehört. Herr Direktor, ich glaube zu wissen, wohin Helena Romanski sich zurückgezogen hat. Mein Gott, Sie haben Helena gefunden. Das ist fantastisch. Meine Recherchen haben ergeben, dass Helena Romanski heute in Aralbad lebt. Aralbad?
Helena Romanski ist also in Aralbad? Genau. Kennen Sie diese Stadt? Wissen Sie, wo sie liegt? Aber ja, es war früher ein renommierter Kurort. Zu seiner Blütezeit fanden sich in Aralbad die hohen Beamten des Regimes ein. Sich dort aufhalten zu dürfen, war eine Ehre. Aber die Zeiten sind vorbei. Die hohen Persönlichkeiten haben den Ort für immer verlassen. Und das Meer übrigens auch. Wie? Es handelt sich anscheinend für den idealen Ort für eine lange Genesung. Madame Romanski wäre hier ebenso gut aufgehoben. Ich denke, sie würde die Ruhe, die Stille, diesen Frieden hier sicher genießen. Naja. Und wie komme ich nach Aralbad? Irgendeine Lösung gibt es immer. Ich habe leider kein Fahrzeug, das diesen Namen verdient, aber der alte Trunkenbold da oben wird sicher eins haben. Sie sind hier also nicht allein. Da oben. Wo ist das? Haben Sie denn nicht die Weltraumbasis da oben auf der Hochebene bemerkt? Ich glaube, sie wird noch heute von einem dummen, abstoßenden Militärbeamten überwacht, der lieber Wodkaflaschen als Sterne zählt. Was? Und Sie meinen, dieser Herr würde mir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen? Keine Ahnung. Aber wenn er einen guten Tag erwischt hat, warum nicht? Das ist allerdings eher selten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und wie komme ich zu dieser Weltraumbasis? Es gibt eine Einschienenbahn, die die Verbindung herstellt. Wenn Sie drin sitzen, stelle ich die automatische Steuerung ein. Okay. Gut, ich mache mich jetzt auf. Wünschen Sie mir Glück. Ich verlasse mich auf Sie, Fräulein Walker. Die Einschienenbahn, die war ja gleich hier oben. Hallo? Weck ich dich? Nein. Weißt du, ich kann nicht schlafen. Und dieser Typ, diese ne? Geschichte lässt mir keine Ruhe. Welche Geschichte denn? Aber Kate, hast du denn unseren ersten großen Streit vergessen? Ich möchte, dass wir darüber reden. Ach, wir waren einfach beide etwas mit den Nerven am Ende. Aber das ist doch längst Vergangenheit. Oh, der Typ nervt richtig, ne? Stimmt. Aufregen führt zu nichts. Du kannst mir glauben, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt, als ich aufgelegt hatte. Wirklich? Ja. Ich hatte die Tür zu meinem Büro aufgelassen und bin überzeugt, dass es alle gehört haben. Ach, das tut mir aber leid. Entschuldige mich doch bitte bei deinen Kollegen. Nicht so schlimm, Liebling. Versprich nur, dass du dich nicht mehr so aufregst. Du bist doch sonst so charmant. Ich habe das Gefühl, dass diese Reise dich mehr und mehr von mir entfernt. Oh Mann. Es stimmt schon, dass ich hier viel Neues und Unbekanntes erlebe. Ich verstehe. Und immer noch keine Spur von Hans Vorarlberg. Nein. Halt mich auf dem Laufenden. Weißt du, du bist mir sehr wichtig, Liebling. Komm schnell zurück. Ich werde es versuchen, Dan. Okay. So. Warten wir mal jetzt auf die Bahn. Okay. Also wir sind schon gefahren anscheinend. Okay. Hey. Hallo? Kate, bist du es? Wie geht's? Olivia, das trifft sich ja gut. Kennst du eine gewisse Helena Romanski? Nein. Ist das eine Designerin aus dem fernen Russland? Nein, eine berühmte Opernsängerin. Stell dir vor, ich habe die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Ich muss nur einen Weg finden, nach Aralbad zu kommen. Ist das nicht toll? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Was hat diese Frau denn mit der Tolls-Geschichte zu tun? Kate, bist du sicher, dass du keine Dummheiten machst? Ich habe den Eindruck, du hast dich ziemlich verändert. Um es kurz zu sagen, hängt meine Weiterreise von dem Zusammentreffen dieser Diva mit dem Direktor des Industriekomplexes von Komkolzgrad ab. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Warum findest du, ich hätte mich verändert? Ich habe nur so das Gefühl, du bist jetzt selbstsicherer, stärker. Du weißt, was du willst. Ist das schlimm? Findest du das schlimm? Naja, du regst dich im Moment recht schnell auf. Ich fange an, mit Dan da einer Meinung zu sein. Es ist nicht immer leicht, dich systematisch zu verteidigen. Was soll denn das heißen? Naja, ich habe Dan ein-, zweimal auf ein Glas eingeladen. Da muss ich mal aussprechen, verstehst du? Er fühlt sich allein. Und was hat er dir erzählt? Nichts. Jetzt kann ich... Er hat das Gefühl, du würdest dich von ihm entfernen. Jetzt verstehe ich auch einige Kommentare. Zum Beispiel, als wir neulich im Kino waren, sagte er, dir hätte der Film bestimmt gefallen. Ich habe das Gegenteil behauptet.
Erzählst du mir gerade, dass du mit meinem Verlobten ausgehst? Kleine Nuance, Kate. Ich gehe nicht mit Dan aus. Ich führe ihn aus. Das kann doch nur in deinem Sinn sein. So passe ich für dich auf ihn auf. Wirklich sehr nett von dir. Aber Kate, bist du etwa eifersüchtig? Aber das zeigt ja nur, dass dir etwas an ihm liegt. Das wird ihn freuen. Trefft ihr euch schon bald wieder? Ah, ja, morgen. Dan hat mich zum Diner der Goldbergs eingeladen. Du bist doch nicht sauer, Kate. Nein, nein, ich muss jetzt Schluss machen, Olivia. Mach's gut. Jetzt verstehe ich auch so einige Kommentare von euch, als ich Cyberia World Before gespielt habe. So. Was haben wir hier? Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. An das Telefonat, was wir hatten. Damals. Also hier in der Zukunft. So, was gibt es hier? Hier zur Treppe anscheinend. Hier müsste ja doch irgendwo sein. Ist das eine Person da oben? Ein bisschen verschwommen. Mal hier links rum. Ist das ein Geier? Ei, ist das ein Zeppelin? Das funktioniert wohl. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber konnte ich darüber luschern und irgendwas bemerken oder so? Nee, ne? Nö. Gehen wir mal zurück. Das ist eine Rakete, ne? Sieht so zumindest danach aus. Wohnt hier jemand in so einer Kapsel drin, oder wie? Das Wodkaflaschen? Ich bräuchte. So einen Schlüssel. Wir gehen hier mal rein. Wie so ein Raummodul ist das. Ah, da ist auch einer. Wir reden mal mit ihm. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie die Störung. Hey, hören Sie mich? Achtung! Klar zum Start! Feuer! Großer Gott, da steht doch ein Fräulein auf der Abschussrampe. Alles in Ordnung, mein Herr. Beruhigen Sie sich. Ich bräuchte nur eine Information. Achtung, Mütterchen. Wir geben hier keine strategischen Informationen. Auf dieser Basis gelten die militärischen Vorschriften. Verstehst du? Mein Name ist Kate Walker, Anwältin aus Am... Ich finde mich hier nicht so richtig zurecht, aber Sie müssten diesen Ort doch recht gut kennen. Boris Scharow,
Zu Ihren Diensten. Der Boris Scharow. Ich darf Ihnen doch ein kleines Schlückchen anbieten? Gerne. Leben Sie schon lange hier? Sind Sie hier allein? Oh, hier ist schon eine ganze Weile nichts mehr los. Aber ich habe ja meine Flaschen. Treu und ergeben. Sie sind Soldat, nicht wahr? Und waren früher auch Kosmonaut, oder? Das war mal. Genug geredet, Mütterchen. Und jetzt stoßen wir an. Das ist ein Befehl. Ich muss mich dringend nach Aralbad begeben. Nur zu, Soldat. Ich bleibe hier. Die Reserve bewachen. All diese Flaschen. Verstehen Sie? Da braucht's einen Fachmann. Hören Sie mir doch bitte einmal zu. Ich muss unbedingt ein Transportmittel finden, um diesen Industriekomplex zu verlassen. Sehr schön. Ich auch. Ich muss auch hier raus aus diesem Rattenloch. Aber vorher, hier, koste mal diesen Wodka. Ein ausgezeichnetes Wässerchen. Können Sie mir ja oder nein ein Fahrzeug leihen? Ich glaube, ich wäre sogar bereit, mit einem Ihrer Raumschiffe zu fliegen. Raumschiff Ahoi! Wir lagen vor Madagaskar. Das muss gefeiert werden. Mal sehen, wo habe ich denn noch gleich meinen ganz besonderen Tropfen? Oh. Achtung! Klar zum Start! Feuer! Jetzt reicht es aber. Wie bitte? Was muss ich da hören? Der zivile Frauenchor lehnt sich auf? Oh, trinken wir auf die Machtübernahme durch die Babuschkas der neuen Welt. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Ein Fahrzeug? Hier sind alle Fahrzeuge schon seit langem beschlagnahmt worden. Für den Grenzschutz. Befehl des Generals. Lasst uns auf das Gedenken dieses großen Soldaten anstoßen, Schwesterchen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich trinke lieber nichts. Das wirst du eines Tages vielleicht noch bedauern. Egal. Auf dein Wohl. Es ist unglaublich, wie viele Vögel hier in den Strukturen nisten. Was können die nur hier alle suchen, Ihrer Meinung nach? Mistvögel. Machen, was sie wollen. Wo sie wollen. Und fliegen. Und fliegen. Sie scheinen sie zu beneiden. Mag sein. Manchmal schicke ich Sojus los, um sie zu verjagen. Ich könnte ihm stundenlang zusehen. Die Vögel haben Angst vor ihm. Aber das Federvieh kommt doch immer wieder zurück. Sojus? Sojus. Sojus ist ein wirklicher König der Lüfte. Ein schwarzer Engel im Kampf gegen diese gefiederte Pest, die das Kosmodrom befallen hat. Ich bin mit dem Zug gekommen und kann aufgrund eines technischen Problems nicht weiterfahren. Ich musste meine Lokomotive da unten im Industriekomplex lassen. Der Herr Direktor sagte mir, dass Sie hier leben. Ah, Borodin. Er ist zum Feind übergelaufen. Zum Schatten. Dem schrecklichsten aller Feinde. Der Schatten zerfrisst sein Gehirn. Armer Irre. Jetzt gehen Sie aber ein wenig zu weit. Gut. Dieser Herr ist etwas exzentrisch. Aber wenn man so lange Jahre allein, fernab der Welt lebt... Völlig verrückt, ich sag's Ihnen. Aber mich wird der Schatten nicht erwischen. Ich hab da mein Mittel, mein Gegengift. Trinken, um nicht angesteckt zu werden. Das ist mein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig ist. Trotzdem, vielen Dank. Ich erzähle mal von Hans. Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Karlsberg? Na, und ob ich das kenne? Gar nicht so übel. Aber tut mir leid. Oh, die Flaschen sind schon alle leer. Vorarlberg. Das ist ein Mann. Ich suche nach ihm und denke, er könnte vor einiger Zeit mal hier vorbeigekommen sein. Nun gut, in diesem Fall lassen Sie uns auf den guten Mann anstoßen.
Ich geb's auf. Ich bin nicht betrunken. Okay, der kann uns nicht helfen. Komisch. Ich war mir sicher, dass hier noch ein, zwei Flaschen sind. Ich muss raus. Gut, dann können wir hier wahrscheinlich ein bisschen schnüffeln, wenn er raus ist, aber... Was mich betrifft, bin ich nicht gerade startklar. Aber... Sind Sie sicher, dass mit Ihnen alles in Ordnung ist? Oh ja. Seien Sie vorsichtig. Sie könnten fahr... Ja, gut. Ihr Lieben, wir haben so ein bisschen Ruhe, können uns hier umschauen. Das dann wieder ab der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.